kenne ich ja schon. Da kommen als Gegner nur Wölfe. Ja, eigentlich weiß ich ja, wo er ist. Der ist da. Aber ich muss, glaube ich, alle durchsuchen. Fange ich mal hier an, würde ich sagen. Genau. Da links runter. Oder ich kann es ja mal versuchen, vielleicht. Obwohl, dann kommen sie über den Rückweg hinterher, die Wölfe. Ja, da sind sie schon. Einsammeln kann man sie sowieso nicht. Vermutlich die nächste Wölfe. Warte. Was ist das? Das lebt ja noch. Mit denen kann ich, glaube ich, eh nichts machen. Nicht untersuchen oder? Nö. Was aufheben. Und dann? Nö, nicht. Kannst du grillen. Das Feuer hier machen. Das ist ein Zeichen an den Wolfman. Mit deinen Wölfen mache. Das war's schon. Waren nur zwei. Hat sich denn mein Pferd wieder hin verpisst? Bist du feige oder was? Waffe ziehen. Ja, ist schon wieder was? Spürst du schon wieder was? Yeah.
Ja, da soll ich suchen. Ne? Du machst das schon. Genau, dreh das Viech. Ja, und zu beruhigen kriegst du noch ein bisschen Futter. Was ist denn los mit dem Futter? Bleib doch mal stehen. Oder striegeln beruhigt dich auch, oder? Wenn du mich beruhigt, meine Knarre im Anschlag zu haben. Da ist er doch schon. Schickt er gleich seine Hunde los? Wichtig, dass du nicht auf den Typen schießt. Nehmt ihr noch? Damit. Ja, können wir noch mehr. Schnell die Viecher. Ich meine, auf dem Pferd habe ich natürlich einen Vorteil.
Heilung ausfällt. Da kann ich aber nur mit einem schießen. Na, weil ich nämlich das nicht schneller. Ah, mal den fesseln. Lass mal machen, Mann. Vielleicht kommt noch mehr, hä? Ja, wenn ich dich hab, dann hab ich ja auch schwach. Taken by a flood or a fire or the hands of man, it's all the same. The thinning of the flock, the hand of God. Are you listening? We all beasts. Don't you see? It's all we is. All of us men. But only I seems to see it. All we is teeth and eyes and stomachs. These wolves got respect for the pack. We just out for ourselves. They sent you after me because I'm free. Ruff, ruff, ruff. What would you have done, huh? Ruff, ruff. Up here for shivering, starving. I gotta feed myself, don't I? If you'd seen them there, in all their innocence, you would have done the same. Boy, he should have protected himself. He should have been stronger. All I took him because I could. It's what wolves do. I just took what I could. Da bin ich schon fertig mit deinem Monolog. Kommt da noch Würfe von dir oder? Ganz ruhig. Ich glaube, am Ende von Kolter ist der Gefängniswagen. Waren da nicht noch mal ein paar Wölfe? Weiß nicht. Immer schön vorsichtig. Ich glaube, der war mir auch mal weggerannt. Es kann dran liegen, dass ich da noch kein verstecktes Lasso hatte. Wo
muss ich denn da noch hin? Ich bin ja schon wieder fast raus aus den... Aua. Aus den Grizzlies. Guck dir das an. Nein, jetzt ist es aber nicht mehr weit. Nee, dann kriege ich weniger Geld. Tut mir leid, den Gefallen kann ich nicht tun. Außerdem will ich die Herausforderung schaffen. Ist die Frage, ob die Wölfe die Gegner waren oder nicht. Naja, das wird sich jetzt aufklären, wie das Spiel gedenkt, das zu bewerten. Weil es steht natürlich für ein Rockstar-Game typisch nicht dabei, was man machen muss, ganz klar. Also die Regeln sind offen. Es interpretiert dann, wie es ihm gefällt. Ich stand ja nicht dabei. Also ich würde sagen, ich habe die Herausforderung, ich habe keinen Gegner getötet. Das waren ja nur Tiere. Eine Zielperson, ja. Ordentlich XP. Ein Rangaufstieg. Hat er nicht gelten lassen. Ja, ich soll ja sowieso 3 abliefern. Hä? Wo hänge ich jetzt gerade rum? Hier. Ja. Wer ist das? Harriet. Eine brauche ich ja 15. Habe ich ja eh nicht, oder? So wollte ich eigentlich machen. Ah, ich habe auch schon 10. Und weiß ich nicht, sehe ich den Sammler machen oder will ich den Naturkundler machen? Mir zuerst über den Weg läuft. Ach, guck mal. Ich mach mal ein kleines Päuschen. Ich befürchte, er wird mich dann wieder rausschmeißen. Wegen Inaktivität. Aber schauen wir mal. Ich schätze mal, das wird gar nicht so einfach zu erfüllen sein. Mit keinem Gegner. Vielleicht suche ich mir ein paar einfacher aus. Karte. Wo ist der nächste Steckbrief? Da hier, Wallace Station. Wallace. Wallace? Wallace? Nein, nein, nein. Hier könntest dieses... Was suche ich noch? Ein Klettenwurzel geben. Das ist doch recht... Warum brennst du auf einmal?
Ja, das ist auch, wenn ich hier ist. Ja. Da brennen mir meine Klettenwurzel nicht. Da scheint noch eine zu sein. Und ich habe wieder so ein spontanes Feuer um mich rum. Mal ist spontaner Klee, mal Schnee, mal ist spontanes Feuer. Was ist das? Eine Kuh. Das war mitten im Kopf. Ich glaub's ja nicht. Und ist er doch gestorben. Kann ich eh nur häuten. Bist du durchs Feuer geritten, du dummes Pferd? Hier gibt's noch mal was? Rohrkolben war nicht auf der Liste. Da vorne gibt's noch mal was. Ginseng. Ist da noch irgendwo eins? So ein einsames Ginseng. Wo ist da was? Ah, ich sehe. Abrupte Hirntod. Gibt's da noch mal was? Das ist... Ja, was ist das? Da? Ackermünze. Schon voll. Kann man sogar aufheben. Was bringt denn mehr? Perfektes Zelt oder ein perfekter Gabelbock? Was ist jetzt doof? Komm. Das müssen wir anders machen.
den heute mal. Da haben wir das perfekte Fell nämlich trotzdem dabei. Das kann ich bestimmt runterschieben, das ist nicht so riesig. Eine Klettenwurz ist doch meistens irgendwo am in Flussnähe. Streifenhörnchen. Das Klettenwurz. Nee, das ist der Rockkolbe. Da hinten ist noch was. Das scheinen mir wieder Himbeeren zu sein oder so. Noch was? Ja. Dann hier. Das sah auch mal alles ganz anders aus. Nicht besonders gut. Geld habe ich eigentlich. Oh! Da könnte ich doch vielleicht noch eine von diesen Karten da verbessern. Die da.